Gerüchte um Einsparungen und einen geplanten Arbeitsplatzabbau machen die Runde. Die Arbeiter in dem Werk Puxi glauben, der neue chinesische Investor will Teile der Produktion nach China verlagern. Und die Peugeot-Familie habe ihre Anteile verkauft, um überhaupt stärker vertreten zu sein in dem derzeit wichtigsten Automarkt der Welt. Peugeot will doch nur an die chinesische Börse. Deswegen haben sie das Geschäft mit Dongfeng gemacht. Für uns ist es egal, wer die neuen Besitzer sind. Wir wissen, es sind Haie. Ob es nun Amerikaner, Franzosen oder Chinesen sind. Wir müssen uns vor denen schützen. Dabei ist Peugeot abhängig vom chinesischen Markt. Der Absatz in Europa stagniert seit Jahren. In China hingegen stieg er 2013 um 26%. Ein Werk bei Paris wurde bereits geschlossen, 11.000 Arbeitsplätze gestrichen. Schon jetzt betreibt Peugeot zusammen mit Dongfeng drei Autofabriken.